Hallo, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Stimmt. Ort Sektor 8, Stadtzentrum. Auf der Platte von Sektor 8 befindet sich der jüngste Teil Midgards. Zwischen den eleganten Häuserreihen hat die Ladezeit ganz schön voll beendet. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fällt er nicht auf. Wir sehen uns bei Ankunft vor dem Zug. So schützt man doch keinen Planeten. Gut, dass wir mit uns Waffen und so hier gar nicht auffallen. Weiß man, wer es getan hat? Anscheinend. Selbst die Güterzüge sind frei besetzt. Darf ich dich mal was fragen? Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor 8. Bitte frag. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dir reden kann. Wie ich dir helfen könnte? Ah, da ist es ja. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mit dem reden soll. Der hat Kannst gesagt, darf ich dich was fragen? Ah, ja, ist das jemand mit Schindler? Macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Ob man die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Ob der Schaden. Jetzt muss ich zurückgehen, ob ich auch mit dem anderen Kerl, der da hinten sitzt, reden könnte. Was hast du erwartet? Du, Cloud, ich. Zum Beispiel, ich wollte eigentlich nach Sektor 8 gewesen sein. Jetzt sei doch nicht so. Am besten gefällt mir, wenn immer alle gleichzeitig durcheinander reden und versteht gar nichts. Das ist immer ganz toll im Spiel. Das ist alles nur ein Traum, oder? Ich fühle mich hundeelend, oder? Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Genauso sehr wie die. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Marco-Gase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ich dachte, es wäre vorbei. Eine gute Einstellung. Ich hatte ja so einen Glück. Hallo, Mr. Skyline. Hi. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey! Redet keinen Stuss! Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Mit Gatling-Arm wie jeder andere auch. Obst. Der tickt noch aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Oh.
Es ist schon irgendwie witzig, ne, dass hier alle so relativ realistisch designt sind und dann kommen hier unsere 5 Comicfiguren daher. Kommen wir bald an, was? Oder besser gesagt Anime-Figuren. Stimmt. Sind sicher ganz nett. Hallo, Leonk. Was? Ich habe nichts gehört. Und eigentlich nur mit ihm reden. Da muss man manchmal schon sehr nah an denen dran stehen. Das ist irgendwie komisch. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Hi, Ilisa Barrow. Wir tun das Richtige. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Ja, ich hab's verstanden. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Makostadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Mako-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen... Sämtliche Informationen gleichen Sie mit Ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. Bling. Ort Siebter Himmel. Eine Bar, die sich in den Slums von Sektor 7 befindet. Dank Tifas vorzüglichen Cocktails und Gerichten hat sie sich eine treue Kundschaft unter der arbeitenden Bevölkerung. Punkt. Na, endlich! Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Sind wir! Oh, ihr seid aber okay! Was denkst du denn? Papa! Sein Kind! Na, mein Spatzi! Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert! Ach, wie schön! Nichts passiert? Was ein Glück! Ja. Wir haben's geschafft! Astral! Gesund und munter zurück! Die Mission war ein voller Erfolg! Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten! Genau! Leute! Tönt hier nicht so rum! Wir fliegen auf! Oh Mist! Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. See you later, Cloudy Gator. Macht es in dem Spiel Sinn, sich wirklich umzusehen? Im Grunde natürlich, ne? Man findet halt wahrscheinlich eher so ein bisschen Heilung und so nebensächlichen Loot. Aber wer weiß, vielleicht auch sowas wie Nebenquests.
Ich weiß es gar nicht, wie das Spiel organisiert ist, genau. Ich habe hier keine Map. Das irritiert mich. Es erinnert schon, finde ich, auch vom Stil her, so ein bisschen an Final Fantasy XV, wenn man da in den Städten unterwegs ist. Das geht schon in die Richtung. Das stimmt. Schön wieder hier. Die frittierten Malchen frisch aus der Fritteuse oder die doppelte Portion Malchen? Was schmeckt besser? Sieht schon cool aus, ne? Wie so eine Mikro-Dyson-Sphäre irgendwie. Stell dich gefälligst hinten an. Na gut, gehen wir mal in den 7. Himmel. Das war ein Anblick. Schön Design. Die haben das sehr gut hinbekommen, finde ich, dass die Level in Wirklichkeit total schlauchig und linear sind im Grunde, aber dass man sich trotzdem fühlt, als wäre man in einer offenen Welt und nicht irgendwie in so Schläuchen, in denen man halt wirklich ist. Shinra meint, dass eine Gruppe die auf der Platte hatten es nur wegen ihrer Reaktoren. Ich finde ja Final Fantasy XV cool. Man merkt total, dass das Spiel nicht fertig geworden ist und hinten und vorne ein Chaos ist. Marco ist der Lebenssaft. Aber es macht bla, mir Spaß. Bla, bla. Ich finde es schön und es macht Spaß. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Oder sind es die Dementoren wieder? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Wenn es keine Marco-Vergiftung ist, vielleicht ist es eine Polo-Vergiftung. Wer weiß. Völlig verrußt. Eins von beiden. Durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Was ist denn hier los? Mit den Kreaturen hier lege ich mich lieber nicht an, okay? Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Wilde? Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Interessant, aber na gut. Wir wollen das sowieso nicht hin. Was ist hier los? Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl! Wir haben vor kurzem, habe ich jetzt irgendwo, ich habe nur die Überschrift gelesen, nicht den Artikel, aber irgendwie haben wohl Entwickler des Spiels in einem Interview gesagt, dass die Story des zweiten Teils vom Final Fantasy VII Remake die Erwartungen der Spieler übertreffen werden. Ich wäre mit solchen Aussagen immer vorsichtig. Hype generieren geht schnell nach hinten los, aber okay. Aber okay, mal schauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der erste Remake jetzt hier so ein kleines Experiment war, wo auch Square Enix noch ein bisschen vorsichtig war mit Budget, weil man nicht wusste, wie erfolgreich das wird. Und jetzt, da das reingehauen hat, auch im Westen, jetzt kann man in den zweiten Teil vielleicht mehr Content und mehr, ne, den kann man nochmal ordentlich aufblasen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber, naja. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber jetzt spielen wir erstmal den ersten. Das ist mein Arbeitsplatz. Den habe ich ja noch nie gespielt. Bis jetzt gefällt er mir echt gut. Okay, ich sehe schon, ich kann mich nicht frei bewegen. Dann los. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt.
Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Wie viele Final Fantasy-Teile gibt es? Genau, Hauptteile gibt es insgesamt 15, aber mit den ganzen Spin-Offs und so weiter mitgerechnet gibt es bestimmt, keine Ahnung, um die 30 oder so. Ich glaube, die ganzen Tactics und wie heißt das, Final Fantasy World oder so, oder, naja, auf jeden Fall gibt es viele. Aber Hauptteile gibt es 15. Wobei, komischerweise, das fand ich immer seltsam, das MMORPG zählt zur Hauptreihe. Das fühlt sich für mich eher wie ein Spin-Off an, aber gut, keine Ahnung. Wegen der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Na? Du Dreckskerl! Barret! Hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lähnchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Mach meiner Tochter keine Angst, hörst du? Na gut. Der ist so riesig. Gerade im Vergleich zu seiner kleinen Tochter ist Barret einfach so ein Riesenschrank. Ich mag ihn. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Also ganz unabhängig von seiner Statur. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Statur. Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke, das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Warum sind hier so viele Häuser aus Holz? Wo haben denn die Leute das Holz her? Miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Welche Nummer? Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Meine Tür ist irgendwie noch nicht geladen, habe ich das Gefühl. Bleibt die so? Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Ich will aber jetzt. Kann ich jetzt wirklich reingehen? Will hier keinen überrumpeln. Nee. Dafür ist morgen Zeit. Genau, morgen überrumpeln wir die Leute. Das ist eine gute Idee.
Heute haben wir schon genug überrumpelt. Okay, da schauen wir uns dann weg. Jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Wir dürfen uns nicht mal schnell bewegen. Wir dürfen nicht laufen. So macht das keinen Spaß, das Erkunden. Aber die Türen haben irgendwie echt überhaupt keine Textur abbekommen, oder? Im Vergleich zur Mauer daneben sieht das komisch aus. Die Matschtür. Und im Vergleich zu den Figuren erst recht natürlich, weil die sind natürlich super detailliert. Aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut. Dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Wie hält das Schwert eigentlich? Vielleicht ist das runde Ding hinten auf seinem Rücken ein Magnet. Ein Schwertmagnet.